unsere Schauspielerinnen haben das mit dem Bauhaus-Studentenleben sehr verinnerlicht. Das war schon beim Drehen so. Oh, da habe ich gleich eine Frage. Da habe ich eine kleine Frage zu den Hoffesten und der Authentizität. Also erstmal begrüße ich Sie ganz herzlich im Namen des Filmfests zu diesem Filmmakers Live-Gespräch zu der Serie Die neue Zeit. Neben mir sitzt der Regisseur Lars Kraume. Guten Morgen. Dann folgt die Drehbuchautorin Judith Angerbauer. Morgen. Und neben ihr sitzt der Produzent des Ganzen, Thomas Kufus. Auch guten Morgen. Und hiermit sind Sie sofort angehalten, Fragen zu stellen, laut und vehement dazwischen zu rufen, wenn Sie was wissen wollen. Da hinten gibt es ein Mikrofon, aber ich denke, das ist ja eine handverlesene Runde hier. Da können Sie es vielleicht auch so wagen. Und die beiden Darstellerinnen, die werden irgendwann den Weg auch noch zu uns finden. Und jetzt hätte ich ganz gerne als erstes Mal gewusst, wie es überhaupt so zu dem Projekt kam. Wer hatte die Idee mit der neuen Zeit im Groben und wie ging es dann ans Eingemachte? Also ganz am Anfang stand eine Anfrage sogar über eine englische Produktionsfirma, die uns irgendwie, die wusste, dass das Bauhaus sein Jubiläum hat in diesem Jahr und uns fragte, oder eigentlich sogar in dem Fall mein Anwalt fragte, wie das manchmal, die Kontakte über das Ausland laufen manchmal über Rechtsanwälte, weil die oft diejenigen sind, die Verträge für frühere Projekte und so weiter gemacht haben und manchmal so Agenturrollen spielen. Und die wollten so was ganz Allgemeines nach einem Buch und so weiter machen. Wir haben mit denen uns ein, zweimal getroffen und haben das sehr schnell eigentlich in eine andere Richtung steuern wollen und immer gedacht, nein, wir machen über das Bauhaus und dieses Thema machen wir unbedingt ein deutschsprachiges Projekt. Damals wussten wir noch nicht, dass es eine Serie ist. Es war auch noch die Serie, der Serienhype war auch noch nicht so ausgebrochen. Das ist jetzt fast 6 Jahre her. Und wir wollten auf jeden Fall ein deutschsprachiges Projekt darüber machen, weil das Bauhaus nun mal eines der wenigen, ich sag mal, Ikonen des letzten Jahrhunderts ist, was keinen Schatten hat durch Krieg und die ganzen Ereignisse im letzten Jahrhundert, die Deutschland oder aus Deutschland heraus ausgelöst worden sind. Und dann habe ich relativ schnell Lars gefragt. Wir hatten gerade den Fritz-Bauer-Film, das ist dann schon 2 Jahre später gewesen, also vor 4 Jahren Lars gefragt. Wir hatten gerade den Fritz-Bauer-Film gemeinsam erfolgreich gemacht und habe Lars gefragt, hast du da Lust? Ich wusste, dass Lars einen Hintergrund hat, familiär, der sozusagen auch viel mit Gestaltung und Design und Fotografie zu tun hat und dass er möglicherweise da drauf anspringen könnte. Und so ist es passiert. Genau, und fand ich das irgendwie eine tolle Idee. Und dann ist es aber so, dass man natürlich über so eine Institution an für sich erstmal kein Drama machen kann, weil das ja per se sich nicht für das eignet, was wir eben machen, nämlich Dramen konstruieren. Und dann meine Frau, die Kunsthistorikerin ist, sagte dann, also interessant ist die Perspektive der Frauen in der Zeit. Am Bauhaus gab ein kleines Buch, das sie mir gab, über Frauen am Bauhaus. Da gibt es dann eben relativ bekannte Biografien, die von Gunter Stölzel oder Marianne Brandt oder so, die da in diesem Buch zusammengefasst waren. Und dann dachten wir, okay, also das war eigentlich der Schlüssel, so, weil die Frau, also innerhalb dieser rebellischen Avantgarde, die da in Weimar diesen Kulturkampf gegen die alte deutsche Kulturvorstellung sozusagen führte, gab es dann eben nochmal die Rebellen, nämlich die Frauen, die im Zuge, am Anfang eigentlich gleichberechtigt, und dann im Zuge des Drucks in diesem Kulturkampf sozusagen in die in die Außenseiterposition gedrängt wurden, auch durch Gropius und die Meister. Die waren natürlich auch noch nicht ganz so frauenfreundlich, wie sie sich am Anfang gaben, sondern auch Leute ihrer Generation. Und das war dann sozusagen die Perspektive, die Rebellen unter diesen Rebellen. So. Und dann kam auch schon Judith dazu. Und am Anfang dachten wir, weil ich eben bei Fritz, es gibt bei diesem Adaptieren von wahren Begebenheiten gibt es immer das Problem, dass man sich natürlich auch an diese, also dass man eine gewisse historische Akkuratesse verlangt und dass man als Drehbuchautor dann immer denkt, blöd, jetzt super wäre jetzt, wenn Gropius Itten erschießen würde, aber das geht natürlich nicht. Deshalb sehnt man sich, wenn man sowas macht, immer nach einem total fiktionalen Stoff, bei dem man eben alles machen kann, was man will.
Und deshalb habe ich am Anfang gesagt, um Gottes Willen, lass uns bloß eine eigene Biografie von einer Frau erfinden, weil sonst stecken wir wieder wie bei Fritz Bauer, da habe ich auch mal mir vorgestellt, dass der jetzt nach Argentinien fliegt und selber den Eichmann abholt und so, aber das ging halt alles nicht, das kann man da nicht machen. Dann haben wir gesagt, wir erfinden eine Figur, dann haben wir lustig drauf los erfunden, Judith und ich. Und Lena, die eben die Dritte im Team war, die immer mit den Recherchen und den Fakten kam, sagte, das geht ja, ach so wollte das machen und so. Und dann war ein Buch fertig mit einer fiktiven Figur. Und das war im Grunde eine ganz ähnliche Geschichte, auch die Befreiung einer Frau aus bürgerlichen Konventionen und so. Und dann, und ihre Probleme mit den Männern und so. Dann hatte sie aber Ronald Zerfeld als Mann, der kam aus dem Gefängnis und wollte nicht, dass sie studiert. Und dann irgendwann sagt Lena, Leute, das ist doch alles Schwachsinn. Da haben so spannende Leute studiert. Die haben so tolle Biografien, da ist so viel los. Wir müssen irgendwie was anders machen. Und dann haben wir nochmal alles weggeschmissen und mal von vorne angefangen und hatten inzwischen auf einer Recherchereise in Weimar durch den Herrn Siebenbrot, der war damals bei der Klassikstiftung Weimar, Kustos, der hat uns lustig durch die ganzen Hinterräume geführt und uns alle möglichen Details aus der Zeit, der kannte noch richtig Bauhäusler, die natürlich inzwischen alle verstorben sind, aber der hatte ganz viel so Secondhand-Wissen. Und der hatte uns auf die Dörte Helm aufmerksam gemacht, von der es im Grunde aber keine Biografie gibt. Es gibt ein ganz schmales Buch und es gibt eben die Tochter und ein bisschen Familie. Man kann aber nicht wirklich jetzt, sie ist nicht wirklich wissenschaftlich von der Kunstgeschichte irgendwie betrachtet und aufgearbeitet, diese Biografie. Und aus diesem bisschen, was wir wussten, aus den Bildern, die es gab und so, haben wir dann eben eine Interpretation dieses Lebens versucht und das war sozusagen genau das richtige Maß. Also wir konnten genug spekulieren, weil sie eben wissenschaftlich quasi nicht erforscht ist, auch in der Kunstgeschichte als Künstlerin keine große Rolle spielt, aber eben in dieser Zeit am Bauhaus interessanterweise wirklich so die wildeste war. Und diese Fakten, die in der, ich weiß nicht, ob alle die Serie gesehen haben, aber was in der Serie vorkommt, also die verschiedenen Häutungen, die sie macht, die Stories, die sie so durchgeht, also ihre Mitgliedschaft bei den Kommunisten, die Brütskultur, die sie angepinselt hat, dass sie als erste Frau in die Schlemmerklasse durfte und so, das ist alles, und auch, dass sie auch exmatrikuliert wurde und auch der Ilmari Auerbach, ihr Freund und so, auch das Ehrengericht mit Gropius, alles ist Fakt, nur die Spekulation im letzten Drittel, wie tief ging denn wohl diese Liebesgeschichte und warum ist sie eben nicht mitgegangen nach Dessau, wie so viele andere Studenten aus der Zeit, sondern zurück zu ihrem Vater, mit dem sie belegtermaßen ein kompliziertes Verhältnis hatte. All das ist sozusagen in dem Bereich so eine Fiktion oder so eine Spekulation, Interpretation. Und so war dann das Buch entstanden und dann war Thomas wieder dran und hatte liebe Dann haben wir versucht, natürlich aus diesen authentischen Begebenheiten, die ihr dann recherchiert hattet, haben wir versucht, daraus wirklich auch eine Serie zu schreiben, haben gedacht, das ist wirklich Stoff genug, um auch wirklich einmal so einen außergewöhnlichen Lehrbetrieb in dieser Zeit, der ja wirklich einzigartig war, wie man jetzt in der Serie sieht, um den einfach auch mal wirklich abbilden zu können mit all seinen Turbulenzen und mit all seinen Widersprüchen und Kämpfen offen und teilweise hinterrücks. Das war uns wichtig, dass man einfach mal auch diesen Zeitgeist miterzählen kann und nicht einfach nur sozusagen auf der Oberfläche ein bisschen das Bauhaus und das waren die Produkte und die sowieso jeder kennt, sondern wir wollten wirklich in die Seele des Bauhauses gucken praktisch. Ja, den Eindruck hat man schon, dass das so, also einen so anatmet, die Zeit, also auf eine positive Weise. Und deswegen, wie genau kann man da in so ein Detail reingehen? Wie haben Sie da recherchiert jetzt fürs Drehbuch? Geht man dann in irgendein Archiv da im Bauhaus ist... Die waren geschlossen. Bis zu den Ellenbogen in irgendwelchen Folianten aus der Zeit? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Abgesehen davon, dass ich gelesen hatte irgendwo jetzt vor kurzem, dass die Tochter von der Dörte Helm sich plötzlich, also irgendwie über die Fiktion, die sie der Mutter da zugestanden haben, so ein bisschen mokierte. Also da sage ich gleich was zu, ja, aber sag du doch was zu unserer Recherche. Ja, genau. Also als der Lars mich gefragt hat, ob ich da dabei bin, habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil es selten so schöne Projekte gibt und habe aber dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich die Weimarer Republik im Geschichtsunterricht wahrscheinlich komplett verschlafen habe oder geschwänzt. Auf jeden Fall war das für mich auch wahnsinnig toll, in diese Zeit einzusteigen, die zwischen diesen beiden Kriegen hing und
was da eigentlich alles möglich war und was ja bei uns auch immer wieder vorkommt. Es gab einfach so viele Ideologien oder Richtungen, in die die Leute gestrebt haben und was dann alles so erstickt wurde von diesem Zweiten Weltkrieg, vom Nationalsozialismus. Und ich ganz oft dachte, es ist interessant, dass sich das so wie 100 Jahre später tatsächlich auch etwas wiederholt. Also ich fand dann auch unglaublich immer diesen aktuellen Bezug eigentlich, den wir leider dann auch immer wieder erreicht haben. Also sowohl die Emanzipation der Frauen als auch politisch. Und deshalb, also es war eine große Recherche, aber eine wahnsinnig spannende Recherche. Schön, die Damen vom Bauhaus. Die Damen. Genau, die Damen vom Bauhaus. Das sind zwei Damen. Also, Entschuldigung, das Taxi. Ich glaube, ich muss jetzt gar keinen mehr vorstellen. Freuen Sie sich einfach mit mir, dass Sie da sind. Anna-Maria Mühe in Rot und Valerie Pachner in Glitzer geringelt. Und ja, dann bitte, jetzt haben wir Sie erstmal unterbrochen. Genau, also und was natürlich wahnsinnig toll war, war, dass die Lena Kunsthistorikerin ist und dass sie einfach für uns alles vorrecherchiert hat und eigentlich dann auch nur noch gesagt hat, okay, das ist relevant für euch, das ist relevant für euch, das. Und man dann irgendwie doch ein bisschen weniger lesen konnte, aber es auch so schön war, weil sie uns immer unterfüttert hat mit Dingen, die wirklich passiert sind, die aber auch wahnsinnig toll zu dramatisieren waren. Also zum Beispiel dieser Kampf von Duisburg gegen Gropius, dass der Duisburg tatsächlich irgendwann versucht hat, dem Gropius die Schule wegzunehmen. Da kam Lena immer und sagte, das ist doch super, das ist doch total spannend. Und wir haben gesagt, nee, also wissen wir nicht so genau, wir wollen, also das wer passt überhaupt uns. Der Duisburg? Ja, jetzt dann müssen wir den Leuten noch erklären, wer der Duisburg ist und was der Funktionalismus ist. Und, so. Und dann sagt sie, ja, darum geht's doch, das ist doch auch alles interessant. Und wir waren immer natürlich, für uns ist das immer schwer, weil wir natürlich immer nach dem Konflikt der Figur miteinander, und dann irgendwann war uns klar, okay, eigentlich ist das, stimmt das total, das ist ein super, ist nochmal ein super Subplot, dieser Versuch, die Schule zu viel. So. Ich wollte einmal ganz kurz was zu dieser Frage mit der Authentizität an, weil mich das wirklich wahnsinnig nervt. Es gab, als wir noch im Schneideraum waren, als ich noch nicht wusste, wie die ganze Serie wird, als das Ding noch 8 Stunden lang war, erschien auch schon auf Spiegel Online der erste Artikel, dass das ZDF einen Film macht über das Bauhaus, in dem gar nichts stimmt. Und das kann wirklich nur Spiegel Online. Also die wissen schon, wie eine Serie wird, bevor der Regisseur das geschnitten hat. Und das geht mir so wahnsinnig auf den Zeiger. Und seitdem, weil das dann so ist unter den Journalisten, dann wurde eben der eine, der liest es dann, denkt, ah, Skandal, das ZDF, Bauhaus, mit Frau Mühe. Und dann wird irgendwie ein großes Ding draus gemacht. Dann geht der latschen irgendwelche Leute vom NDR los und recherchieren das nach. Und die Tochter, Frau Heise, die zu der Zeit auch noch nichts gesehen hat, die gestern Abend die Serie das erste Mal gesehen hat, hat den natürlich auf die paar Fragen, die sie gestellt haben, wie weit ist es Wahrheit und Dichtung, aber nochmal, ohne die Serie selber gesehen zu haben, hat er natürlich gesagt, naja, ich glaube nicht, dass Herr Gropius versucht hat, meine Mutter zu heiraten. Ja, ist richtig, wenn man die Serie sieht, sieht man auch, wie die Serie damit umgeht mit der Interpretation und wie wir uns in diesen unerforschten Bereich des Ehrengerichts sozusagen auch ganz vorsichtig reintasten, indem sich Gropius nur an Sachen erinnert, er gibt ja auch gar nichts zu, es wird ja auch nicht sozusagen als Fakt behauptet innerhalb der Serie. Jedenfalls, aus diesem zweiten Artikel entstand dann ein dritter und dann gab es, daraus, aus diesem Ursprung kommt sozusagen die Frage, wie akkurat ist denn das eigentlich recherchiert? Ich bin der Meinung, wenn man sich die Mühe macht, sich diese 4,5 Stunden anzugucken und vielleicht unseren Audiokommentar sich dazu anhört, wie viel da drin ist, wie viel eben recherchiert ist, wie vorsichtig wir da durchgehen, also auf den Millimeter genau der afrikanische Stuhl von Breuer nachgearbeitet wird, der zweite Stuhl, den Breuer an der Schule gemacht hat, der erste Entwurf für die Siedlung, die nie gebaut wurde, die jeder Unterrichtsmoment von Itten, die Kontraste an jedes Modell, was die bauen, in einer noch so kleinen Szene im Hintergrund, die Komparsen sind original nachgebaute Modelle, es ist ein riesen Aufwand betrieben worden, dass es mir eben wirklich wahnsinnig auf die Nerven geht, wenn irgendjemand schon weiß, dass das Ding nicht genau genug ist, ohne dass wir es fertig haben. Ja, naja, also vor allen Dingen, was mir besonders gut gefallen hat, ist halt immer diese wahnsinnige Verdichtung. Also man
erahnt ja mehr, als dass man es dann eben sieht. Und das ist ja das Schöne, dass man eben die Mühe nicht sieht, sondern die so über allem. Naja, das ist ja, das Wichtige ist doch immer, dass man eben bei einem Film nicht so, entschuldigen Sie, dass man nicht ins Gestänge reinschaut. Und das passiert ja bei vielen historischen Filmen immer, dass man so sieht, so ist es gemacht. Da ist der Dreck handverlesen in der Ecke und dann raschelt eben der Samtrock so ein bisschen über die Kieswege und dann passiert dies und jenes. Und das hat also so ein Ornament, das Dekor stimmt und die Schauspieler ja, buchstabieren das im Grunde so ein bisschen nach. Und das ist das Tolle, fand ich immer, dass sie häufig ja nur so ein Bild setzen. Also wenn sich Gunter Stölzl zum Beispiel die Ärmel abreißt und die Dörte Helm sitzt gegenüber und schaut zu und die reißt sich die Ärmel ab, weil es so heiß ist. Und das sagt so viel aus, ohne dass irgendein Wort erklärt werden muss. Und das, also solche Szenen, die liebe ich besonders. Und da ist die ganze Serie voll von. Deswegen war ich, also danke. Das meinte ich mit dem, man sieht es nicht, was für eine Anstrengung da dahinter steht. Diese ganze Recherche, das Spielen, dass es beiläufig wirkt und ja, also von daher, ich gerate jetzt zu sehr ins Schwärmen, ich höre jetzt lieber auf. Meine Frage an beide Darstellerinnen wäre jetzt als erstes mal, ist es interessanter, eine historische Figur, die also so eine Anbindung hat, zu spielen oder findet man sich in einen fiktiven Charakter, wo man ganz anders draufhauen kann, vielleicht schneller rein? Also für mich ist es so, dass nicht das eine oder das andere interessanter ist, nur das Einzige, was quasi bei einer historischen Figur ist, ich fühle mich immer so verantwortlich irgendwie, ich fühle mich immer so ein bisschen wie so eine Anwältin von, wenn jemand wirklich gelebt hat, hat man so ein bisschen das Gefühl, ich kann jetzt nicht so drauf los einfach spielen. Es war zwar jetzt so für mich in dem Fall nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss eine Charakterstudie der Gunter Stölzl machen, darum ging es ja auch in der Serie nicht, aber man hat wie so... Erstens hat man Vorlagen, man kann sich quasi an was orientieren. Und aber gleichzeitig ist es für mich so vor allem dieses seltsame Verantwortungsgefühl, dass ich so dieser tatsächlichen Person gegenüber habe. Ja. Geht mir auch so. Schön. Also ich habe über diese Phase des Bauhaus vorher eben immer festgestellt, ja, das ist halt das, wo die Moderne dann auf einmal so eben in der Architektur und Kunst, Kunstgeschichte so deutlich sichtbar wurde im Vergleich zu dem, wie das vorher alles aussah, wie die Häuser aussehen, die Wohnungen, die Möbel, war das immer klar zu erkennen. Und ich kann mich erinnern, dass meine Großeltern das auch immer so betonten, wie toll und modern und so das alles war. Und Onkel Toms Hütte in Berlin, diese Siedlung, ich habe das angesehen und dachte, no, ist ja schön, ne? Also sieht doch aus wie heute überall. Wenn man dann die Männer reden hört, die auch Studenten des Bauhauses sind, hat man plötzlich den Eindruck, ah ja, das ist interessant, was für ein Zwiespalt sich da auftut, dass eben die Moderne zwar hergestellt wird und geplant wird, aber im Kopf noch nicht so in Gänze angekommen zu sein scheint. Ja, das hat ja auch mit, darf ich ganz kurz, das hat natürlich auch, wir haben es ganz bewusst ja auch ganz, ganz am Anfang einmal gesetzt, der Erste Weltkrieg. Also wir müssen einfach ja auch immer mitdenken, ne? Bauhaus 1919 gegründet worden. Also die Monarchien in ganz Europa sind gerade sozusagen pulverisiert worden und man kam aus einer absolut restaurativen Zeit und auch noch vom Krieg sozusagen zerstört. Es war wirklich die Stunde Null in gewisser Weise. Und auf dieser Plattform überhaupt erstmal den Mut zu haben, so etwas ganz Neues zu denken und auch durchzusetzen, das ist ja eigentlich das Besondere an diesen ersten Jahren in Weimar gewesen, die ja auch eigentlich mit der ganzen Rezipierung des Bauhauses gar nicht immer so miterzählt werden. Man denkt ja eigentlich an immer am Ende, wie hat die Gestaltung des Bauhauses die Welt teilweise beeinflusst, verändert. Man sieht die verschiedenen Produkte, die vor allen Dingen in Dessau dann entstanden sind. Aber die Konflikte, die das Bauhaus hatte, um sich erstmal zu gründen und diese Gründung aufrechtzuerhalten und diese ganzen politischen Widerstände zu überstehen, das ist ja eigentlich auch ein ganz großes Thema bei uns.
Genau, es gibt halt diese, also das, was 1937 gab es in New York, die New Bauhaus-Ausstellung, und das ist eigentlich die große internationale Geburtsstunde, wenn man so will. Da wird eigentlich, findet plötzlich eigentlich die amerikanische Renaissance dieser frühen Zeit statt. Und es bezieht sich alles natürlich auf Dessau. Und in Dessau ist ja schon gar nicht mehr Gropius der Direktor, sondern der Schweizer Hannes Meyer, der ein Kommunist war und der eben die Massenproduktion und das Massen, eben Bruno-Taut-Siedlung in Berlin. Also diese Art von Massenarchitektur und Produktdesign werden ja erst in Dessau richtig gegründet. Und diese Weimarer Zeit, die eben noch geprägt ist vom Expressionismus und von diesem ganzen Verspielten, von Itten, der eben mit seinem Masters-Nahen-Kult ein ganz anderes Menschenbild hatte als das, was da später kommt. Also das ist diese romantische Zeit des Bauhauses, wo, wenn man Fotos schaut, wo man eben diese Studenten so lustig da morgens beim Yoga in der Ilm sieht und wo das alles so spielerisch war und eben eine, wie wir erstmal so richtig verstehen mussten, eine Schule des Erfindens eigentlich war. Die haben wirklich wahnsinnig viel darum experimentiert, wie zum Beispiel, haben wir auch kurz im Film, diese Farben-Eurythmie-Geschichte der Gertrude Gruno, das ist kaum noch zu rekonstruieren, auch von der Wissenschaft überhaupt nicht richtig erfasst, was die Gruno da gemacht hat. Das sind eben diese ganzen Experimente der 20er Jahre, in denen also die irre sind und die aber später in Dessau auch überhaupt keinen richtigen Platz mehr finden. Und das Bauhaus, das man kennt, was sozusagen in Weiß, Grau und Schwarz und in Reduktion und Form und so mit den Wagenfeldlampen und dieses ganze Zeug, das kommt halt eben eigentlich erst später. Und es macht eigentlich total Spaß. Das würden wir auch gerne in der zweiten Staffel machen. Aber diese erste und abgeschlossene sollte eben tatsächlich auch wirklich von Anfang an diese Geschichte, diese unbekannte Geschichte erzählen. Sie greifen ein und melden sich, wenn es Fragen gibt. Ja, bitte. Ja, guten Morgen. Ich wollte erstmal mich nochmal bedanken für diesen tollen Abend gestern. Ich habe das super gerne gesehen. Jetzt hast du meine Frage eigentlich schon beantwortet. Ich hake trotzdem nochmal nach. Das schreit ja quasi nach einer zweiten Staffel. Über dieses, also über Dessau und über die ganz anderen Konflikte vielleicht, die es da gibt. Seid ihr das schon in Arbeit oder ist das jetzt nur so ein Wunschtraum und man wäre froh, wenn das ZDF das... Also es gibt es gibt eine Idee eigentlich für drei Staffeln. Und zwar würde das so gehen, die zweite würde den zweiten Direktor in Zentrum haben und seine Erinnerungen. Hannes Meyer hat 1956 ein Buch geschrieben in der Schweiz. Er war auch Schweizer, 1956 über den Kampf der Kommunisten gegen die Faschisten und warum der Kommunismus unterlegen hat oder warum er nicht funktioniert hat. Und aus dieser Erinnerung würde es zurückgehen eben in seine Zeit. Er hat dann eben, also sie sind 25 weg aus Weimar, 26, 27 gebaut, dann ging es, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube 27 schon wieder auf die Schule. Gropius war nur ein Jahr da oder fast zwei und er ist dann weg, dann kam Hannes Meyer. Und der eben als Kommunist prägt dann die Schule ganz stark, dann gibt es, die Nazis werden immer stärker in Deutschland und in diesem Kampf, in dieser Auseinandersetzung muss er irgendwann mit der sogenannten Brigade Rotfront oder irgendeinen Namen hatten, sind die dann alle nach Russland zu Stalin, weil sie eben dachten, da können sie Riesenarbeiterstädte am Ural bauen und so. Und ein Großteil von denen, wie viele Architekten eben aus Deutschland in der Zeit dann schon emigrieren in den 30ern, ein Großteil von denen ist in Gulags gelandet oder einfach direkt erschossen worden. Und Hannes Meyer als Schweizer, der auch ein wilder Vogel war und wieder mit einer Studentin ein Kind hatte und überhaupt viel mehr Kinder hatte, als man haben sollte und so. Und der Typ war unsere Hauptfigur und eben sein Scheitern am Kommunismus. Und der ist dann wieder rausgekommen aus Russland, aber eben viele von seinen Gefolgsleuten nicht. Und in dieser Zeit gibt es natürlich noch die ganze andere Exilbewegung. Also viele von den jüdischen Studenten gehen natürlich nach Israel, weiß man, und bauen da in Tel Aviv die Weiße Stadt. Einige sind bis nach Shanghai gekommen, andere gehen eben nach Amerika. Also ein Teil dieser zweiten Staffel wäre diese große Exilbewegung, die Flucht vor den Nazis. Auch Gropius, die finden sich dann ja alle eben in New York wieder. Und das wäre sozusagen die zweite Staffel. Und die dritte würde vom dritten Direktor handeln, nämlich von Mies van der Rohe, der noch ganz kurz das letzte Kapitel des Bauhauses, den Umzug nach Berlin, begleitet als Direktor. Und
und der dann aber auch nach Amerika emigriert und dort eigentlich in Chicago die amerikanische Großstadt entwirft und im Grunde, so wie dann auch Joseph Albers, der am Black Mountain College nochmal eine ähnliche Schule aufmacht und die ganzen amerikanische Kunst, also die ganzen Minimal Artists Nachkriegsmoderne, so sagt man, ausbildet, wie Donald Judd und so. Wenn man sich das anguckt, zwischen den 1919 und 1969 geht sozusagen ein roter Faden durch von Weimar bis in die amerikanische Kunst- und Kulturgeschichte der Nachkriegsmoderne. Und das wären sozusagen die drei Staffeln anhand der drei Direktoren ihrer Geschichten. Diese romantische Zeit, diese kommunistische Zeit oder sozialistische Zeit und dann eben die amerikanische Zeit des Bauhauses. Aber dazu brauchen wir noch ein bisschen Geld. Sehr ambitioniert, klar. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie die Reaktionen sind. Das war ja gestern wirklich die Weltpremiere der gesamten Staffel. Wir hatten schon einmal in Cannes vorher Anfang Mai parallel zu einem wichtigen Fernsehmarkt. Auf der MIP haben wir die ersten zwei Episoden zeigen können, die auch noch nicht ganz, ganz fertig waren, aber schon so, dass man sie zeigen konnte. Und gestern lief jetzt wirklich zum allerersten Mal lief die ganze Serie mit allen sechs Staffeln. Die Ausstrahlung wird im September sein auf Arte und im ZDF und die wollen natürlich auch abwarten, wie das Feedback ist, wie das dann so ist. Ja? Aber einfach wird es auf jeden Fall nicht, weil es ist ja schon, wie ihr gesehen habt, sehr anspruchsvoll. Also dann machen wir es einfach jetzt der Reihe nach. Fangen Sie bitte an. Mich würde interessieren, wie sah denn die Probenphase vorab mit den Schauspielern aus? Also wurde sich über längeren Zeitraum getroffen oder wie war das? Wir hatten nicht wirklich Proben. Wir hatten ich hatte eine lange Vorbereitungszeit, ich glaube 2,5 Monate und habe sehr viel gemalt und gewebt. Und, wir haben uns beim Weben kennengelernt. Ja, es war lieber auf den ersten Blick. Das Weben nicht, aber sie. Für mich schon. Ich habe sehr viele Bücher gelesen und habe mich da versucht einzulesen in diese ganze Materie. Aber wir hatten nicht Probenzeit. Aber wir hatten eine Woche vor Dreh hatten wir, also wir beide und Alex und Ludwig, wir hatten so einen Kunstkurs. Wir hatten so morgens tanzen und nachmittags zeichnen. Also so, wir haben sozusagen schon sehr zusammengeschweißt. Es gibt ja ein paar Tanzszenen, genau. Und das hat uns eigentlich dann auch als Gruppe schon so ein bisschen zusammengeschweißt. Einerseits und andererseits natürlich ist man dann dadurch, vor allem eigentlich, also sowohl das Tanzen, weil man ja einfach in der Zeit körperlich anders getanzt hat. Das war irgendwie, da war auch unsere Tanzlehrerin sehr genau, dass wir da nicht irgendwie so grooven, sondern immer eher so tanzen. Und dann nachmittags hatten wir eben immer so Zeichenunterricht oder halt so Kunstunterricht, wie auch immer. Und das war der totale Gegensatz zum Tanzen. Weil die Lehrerin war so total offen und hat gesagt, geht erstmal durch den Raum, guckt euch erstmal um. Es war so, hatte nichts mit dem Tanzen. Beim Tanzen musste man so funktionieren. Ja. Und beim Malen war es so, spürt euch. Ja. Das ist sehr lustig. Die war, ja, das stimmt. Sie war sehr, sehr, jeder konnte so dem nachgehen, was er halt, und das fand sie immer alles gut. So, ich konnte dieses Strich, ich konnte die ich wirklich konnte auch sehr nicht gut malen in ihren Augen. Ja, das stimmt. Ja. Ja, also das war, glaube ich, so quasi, um in diese Materie von dieser diesem Kunststudenten, Künstlersein letztlich halt so ein bisschen einzutauchen, weil wir ja alle, also ich bin keine bildnerische Künstlerin, du auch. Ich auch nicht. Auch nicht. Und man dann sozusagen, das war irgendwie gut, dass man so auch mit den Materialien so ein bisschen irgendwie vertraut wird, weil das, also mir war das irgendwie sehr wichtig, dass das jetzt eben nicht irgendwie so dann aussieht, sondern dass man schon das Gefühl hat, das sind Leute, die machen das ja den ganzen Tag und das sind sozusagen irgendwie damit, das ist deren Ding. Also so, genau, das war ja irgendwie. Und deswegen war das sehr cool, also sehr schön und auch so gruppendynamisch wichtig. Ja, da war schon sehr viel, vieles klar, ja, innerhalb der Gruppe. Also richtig proben mit sozusagen die Drehbuchszenen zu proben, ist immer schwierig, weil man das Problem ist einfach, dass so viel fehlt. Ne? Also du brauchst eigentlich dann wirklich den Raum und die Bewegung im Raum und wie spielt man den Dialog in der Situation. Bei Massenszenen brauchst du die, eigentlich ist es schwer herzustellen. Du kannst es eigentlich immer, also deshalb probe ich fast nie. Wir haben was wir gemacht haben, Anna und ich zumindest, weil Anna wirklich sehr lange und sehr fleißig und akribisch sich irgendwie versucht hat vorzubereiten, Cornelia Heise getroffen hat, die Tochter und selber auch nochmal ihre eigene
Vision so von dieser Frau irgendwie versucht hat zu finden. Wir sind das Drehbuch ganz minutiös durchgegangen und da war es dann auch so, dass Anna gesagt hat, also hier verstehe ich was nicht und da verstehe ich, und warum macht sie jetzt das, warum sagt sie das und so. Das war irre wichtig, weil das dann auch so war, dass wir am Set keine Fragen mehr haben, da hast du eben keine Zeit mehr für. Ne? Wenn dann einer kommt und sagt, ich finde der Monolog, der funktioniert gar nicht, dann hast du ein Problem, weil dann sagst du als Autor, Regisseur irgendwie, um Gottes Willen, aber da hätten wir längst drüber reden müssen, das muss man doch jetzt sagen. Und sie sagt dann, nee, das kann ich gar nicht sagen. Und dann hängt, das ist sozusagen alles verkehrt. Aber das zu probieren, ich weiß immer nicht, wie andere das machen, weil man eben, weil es eben so, wenn man jetzt hier auf so einer Bühne sagt, spielt man den Text, dann spielen die den, aber dann, und dann ist das, hat das aber nichts damit zu tun, wie sozusagen sie stürmt in das Büro von Gropius rein und der sitzt da und so, das ist schwer zu, also gut, das könnte man sogar noch proben, aber ich weiß schon, was ich meine. Proben ist nicht so leicht irgendwie. Deshalb muss man ja irgendwie das am Drehort schnell machen. Und was interessant war, war, dass, also bei mir ist es so, dass eigentlich Schauspieler, wenn sie viel Freiraum kriegen, so und mitmachen, also sozusagen wirklich ihre Figuren mitgestalten können und so und mitdenken sollen und nicht irgendwie auf Marken stehen müssen und ihren Text sagen. So. Und dann war es aber immer so, dass sie ganz nah auch am Drehbuch bleiben wollten, dass da gar nicht viel improvisiert wurde. August zum Beispiel war, wenn der irgendwie in seiner Vorbereitung irgendeinen Satz falsch gelernt hatte und die sehr freundliche und zurückhaltende Skriptfrau kam und sagte, im Drehbuch ist das eigentlich so. Also was? Ah, das ist viel besser, viel besser. Und das war toll, weil das für uns eine Riesenqualität ist, wenn die Schauspieler eigentlich tatsächlich viel vom Drehbuch spielen können und du nicht am Set stehst als Regisseur oder als Schauspieler und sagst, ehrlich gesagt, ist das totaler Schwachsinn, was ich hier rede. Warum? Das brauche ich doch bloß einen Blick spielen. Also insofern funktionierte das Buch gut, dann hat man eben auch, wir mussten relativ schnell drehen, man muss ja diese Serien ziemlich schnell machen. Kann ja nicht so lange, wir haben 69 Tage gedreht und das ist für 4,5 Stunden einfach echt viel Material jeden Tag. Ja, da würde ich genau einhaken. Mich würde interessieren, wie Sie das logistisch gestemmt haben. Man weiß ja jetzt von TIQUA und Berlin Babylon, wie das Riesenunternehmung jetzt war. Vorteil oder Nachteil, einziger Regisseur, ganz alles alleine machen. Aber sowas muss man ja trotzdem auch wahnsinnig koordinieren. Und auch eben, wenn die Kosten, das sind ja auch ein Thema, welcher Drehort, wann, wie. Hatten Sie einen Plan oder haben Sie es einfach so gemacht wie immer bei Ihren Filmen? Weil ist ja jetzt eine Serie, ist glaube ich für Sie ja auch sozusagen was Neues. Dann. Ja, aber es ist ja im Grunde ein sehr langer Film, wenn man ehrlich ist. Man kann das ja auch ganz gut zusammengucken, weil es ja auch abgeschlossen ist und so. Und dann ist es so, also ich habe mit Hendrik Handlöckner und Achim von Borries studiert und habe die auch immer gefragt, wie das bei Babylon war. Wir haben uns da auch immer, natürlich ist immer interessant, weil es eben sehr bezahlt ist und so, weil auch in der Finanzierung ist sowas natürlich interessant, wo liegt bei denen die eigentlich sozusagen der Minutenpreis, also was kostet eine Folge. Das ist zwar so ein Riesenbudget, aber man muss ja auch mal sehen, dass die gleich mal zwei Staffeln im ersten Jahr gedreht haben und also 16 Folgen gedreht haben. Deshalb, aber man kann eigentlich so, das ist eigentlich ungefähr immer das Gleiche, was das kostet. Ein bisschen mehr hatte Babylon, aber man kann sich an diesen Preisen irgendwie so ungefähr orientieren. Das war interessant und auch wie sie es herstellen. Dann gibt es so interessante Engpässe, ne? Die drehen ja, haben ja auch Babylon parallel gedreht. Plötzlich ging ein Riesenrun auf die Kostümfundi los, weil es gar nicht so viele Klamotten gibt. Und zwar nicht in Deutschland, sondern in ganz Europa. Weil die in der gleichen Zeit gedreht haben. In der gleichen Zeit und dann hieß so, die Typen vom Bauhaus sind jetzt auch fast finanziert, schnell mal reservieren. Dann war noch Dada-Jubiläum auch noch, gell? Also da war viel los. Ja, genau. Und jetzt habe ich irgendwie den Kern der Frage vergessen. Ja, es ging mir weniger um die Produktionszeit. Also der Vorteil ist beim alleine drehen, ehrlich gesagt, dass man natürlich, die haben ja den Look gesehen, die haben einen relativ speziellen Inszenierungslook, also Inszenierungsstil und Kameralook. Das ist quasi inszeniert wie eine Theatersituation. Die Schauspieler spielten alle Szenen immer komplett durch. Die Kamera, eine Handkamera mit einem Zoom, hat der Kameramann sozusagen immer begleitet, hat immer eigentlich... weil die Aufgabe in einer Einstellung, also eine Szene passiert einmal, eine Situation in einem Raum passiert einmal, der Kameramann ist dabei und versucht irgendwie da zu sein, wo es gerade spannend ist. Was sagt sie? Ach nee, was sagt er? So. Und das war eigentlich das Ziel.
Und dann haben wir aber immer gewusst, natürlich, also dafür mache ich das schon zu lange, hinter dem Schneidraum ärgert man sich, wenn man nichts zum Schneiden hat, natürlich nicht so doof sein, seinem Konzept so zu vertrauen. Dann haben wir noch Details nochmal aufgenommen und haben das dann hinterher auch geschnitten, aber trotzdem führt das bei den Schauspielern dazu, dass sie immer wissen, sie können einmal richtig voll spielen. Das macht halt einen Riesen, und du weißt immer genau, wo du bist in der Szene und auch wie dein Timing ist, wie lange du eine Pause spielen willst oder so. Und das zum Beispiel ist schwer, wenn du drei Regisseure hast, weil das ist ein Look, weil das ist wirklich, das ist was nicht Geschriebenes und das, was Gespieltes, Inszeniertes, was du unheimlich schwer teilen kannst. So. Deshalb aber ist es wurde im Grunde dann mehr oder weniger chronologisch gedreht. Wenn Sie jetzt sagen, wie ein Theaterstück, dann geht man ja eigentlich... Nee, also das kann man sich leider nicht leisten, sondern genau. man muss natürlich durcheinander drehen in diesen sechs. Und also wir haben, das war hart, der erste Drehtag in Weimar war die fast letzte Szene, eine der letzten Szenen zwischen Anna und August, und das war wirklich brutal. Aber das ging nicht anders, weil man dann in dieses Haus am Horn nicht reinkommt, nur an dem einen Tag, weil das halt ein Weltkulturerbe-Denkmal-Ding ist. Aber ja, und dann, also eine Sache, die klar war, das war, dass wir, also dann gab es ein Riesenproblem, wir haben keinen Tag vor dieser Schule gedreht, alles, was Sie sehen, ist digital, das ist alles vor der grünen Wand gedreht, die Schule konnte nicht bedreht werden. Und dann wussten wir, konnten wir quasi auch nicht drinnen drehen, dann haben wir nur die Gang, nur das Treppenhaus, alles drinnen ist gebaut, und das mussten wir dann in... Gropius-Zimmer noch, ne? Das neue Gropius. Das ist auch original, stimmt. Weil es ein musealer Raum ist, da kommt man auch rein. Ansonsten ist die Schule halt im Unibetrieb und die stört das halt, wenn wir da mit unserem Zirkus ankommen. Ja, das kann man aber, muss man auch mal ganz so kurz hier sagen, das ist wirklich unglaublich. Ja, wir hätten eigentlich, wir wollten Ende August drehen, da wären die noch in Semesterferien gewesen. Es wäre also für diese Schule ideal gewesen. Ich meckere jetzt mal hier frei von der Leber. Und die haben, weil da irgendeine Ausstellung in den Gängen eines chinesischen Künstlers war, die nicht abgehängt werden konnte, haben die uns gesagt, wir können da nicht drehen. Dass so eine Schule nicht begreift, ja, dass diese Serie, wir haben ja denen genau gesagt, was wir machen, dass das nicht hundertprozentig auf die einzahlt und international irgendwann eine Riesenwirkung haben wird, dass sie das nicht begreifen und da alles, also uns rote Teppiche ausrollen, dass wir da bitteschön doch drehen, um am Ende, ja, zahlt doch alles, was wir jetzt in dieser Serie erzählen, die später, was weiß ich, auf irgendwelchen Plattformen zu sehen ist, ne, auf dieses Bauhaus heute in Weimar einzahlt, machen die nicht. Die sind so stur und so bürokratisch, ich sage das jetzt mal so, dass sie uns da genau anderthalb Tage haben drehen lassen. Irre. Das ist nicht die einzige seltsame Entscheidung, was man so mitbekommen hat, die da gefällt haben. Irre, in den Jahren, wirklich. Oder? Ich fand es ganz gut, weil die haben die nämlich ganz gelb angestrichen von außen. Und wir konnten diese schöne alte historische Fassade digital rekonstruieren. Und ich finde, ich muss nur mal sagen, das hat eine Firma in Frankfurt, macht Pixelmondo, ich meine, die haben auch schon einen Oscar, aber die machen das wirklich so irre gut. Man kann das ja einfach nicht sehen, dass das nicht da steht, das Haus. Das heißt, sie haben dann viele, also nicht viel Kulissen bauen müssen, sondern viel digital machen können und dann mehr so Requisiten mehr im Bereich, wo es um andere. Nein, also jetzt wollen wir auch nicht, ne? Also so viel digital war es dann auch nicht, glücklicherweise, weil dann wäre das ja gar nicht gegangen. Also das ist in erster Linie die Schule gewesen und noch ein, zwei andere, sozusagen, das waren dann fast eher Innenräume. Die ganzen historischen Bauten, die Sie sonst sehen, die sind alle, haben wir alles in Weimar gedreht und teilweise in Innenräumen, das haben wir glücklicherweise in Weimar vorgefunden. Also da war ein Rathaus, eine Sache war auch in Münster, aber das war ja, also wir haben schon auch viel an Ort und Stelle gedreht, sonst wäre das digital alles nicht machbar gewesen, weil das ist ein sehr, sehr teurer Spaß. Ja. Jetzt da hinter Ihnen. Ich wollte vorher schon anschließen gleich mit den Darstellern, aber jetzt sind andere Sachen dazwischen gekommen. Wann sind die Darsteller dazu gekommen? Wie haben Sie die Darsteller gefunden, um da wahrheitsgetreu zu bleiben? Waren die Gesichter sozusagen ausschlaggebend oder war die Energie ausschlaggebend? Und wann kam die dazu zum Drehbuch und hat man umgeschrieben, hat man auf die Darsteller geschrieben oder wie schwer war das, die Darsteller, die richtigen zu finden, die da passend waren dazu? Also, es war so, als wir dann diese Phase mit der fiktiven Studentin hinter uns hatten und bei Dörte Helm waren, dann hatten wir natürlich durch diese, es gibt diese Handvoll Selbstporträts, die auch im Film sind, zwei, drei sind das aus dieser, in diesem Stil der neuen Sachlichkeit, die sie dann später von sich gemacht hat. Und die hat tatsächlich, finde ich, so ein bisschen
Ähnlichkeit mit Anna, aber Anna war aus, also war nicht deshalb meine absolute Wunschkandidatin für diese Rolle, sondern vor allem auch, weil sie natürlich so viel Erfahrung schon hat, so eine tolle Schauspielerin ist, dass sie diese Metamorphose dieser Figur, die sie in jeder Rolle macht, von eben dieser sehr schüchternen, jungen, bürgerlichen Tochter bis hin zu einer vollkommen selbstbewussten, befreiten und starken Frau eben spielen können würde. Das ist nicht so leicht zu finden. So. Und dann habe ich eben zu Thomas und Elke Müller vom ZDF und so Frank Zerfus gesagt, ich würde wahnsinnig gerne Anna-Maria Mühe anfragen, ob sie das machen. Wir kannten uns gar nicht, nur so vom Hallo. Also wir haben uns einmal irgendwo kurz Kontakt gesagt. Dann habe ich sie getroffen und habe gesagt, ich habe eine Serie, da, die kann ich eigentlich nur machen, wenn du mitspielst. Und dann war Anna so, was sagt man denn dazu? Und dann hat sie das gelesen und hatte gleich Lust und hatte auch, dann war es schwierig, weil es nicht so leicht zu finanzieren war, dann verschob sich das nochmal, musste man immer gucken, geht das mit anderen Verpflichtungen sozusagen. Bei August war das genauso, August und ich hatten schon vor 10 Jahren mal einen Film gemacht. Und da war Nessie Nesslauer auch ausschlaggebend, die Casterin, die gesagt hat, eigentlich wäre das eine wahnsinnig tolle Rolle für August, dieser Gropius, weil er die Anarchie hat und den, aber auch den Intellekt und weil er die Energie hat, auch noch jugendlich genug ist. Der Gropius war in Wahrheit 35, als er die Schule gegründet hat. August ist jetzt, glaube ich, Anfang 40, aber so, also das passte einfach so gut, auch ein bisschen von der Physiognomie, die hohe Stirn, die zurückgekämmten Haare und so, aber vor allem von dieser, eigentlich geht es wirklich dann ein bisschen stärker um diese Kraft, die man irgendwie sieht, die Leute vielleicht da mit reinbringen können. Und bei Anna zum Beispiel hatten wir ein Thema, Dörte Helm hatte dunkle Haare, Anna hat blonde Haare. Wir haben wahnsinnig lange mit Perücken und so einem Kram rumgemacht, um die da in diesen dunklen Look. Und ich hatte einfach dann irgendwann, ich sagte, Anna, das ist so schöne Haare, lass mal, das ist so egal. Die Leute, das ist ja nicht ein Künstlerporträt von Salvador Dali, wo jeder weiß, Bart hatte oder so, sondern man kennt ja kein Bild eigentlich und es gibt schon so viele Ähnlichkeiten und vielleicht hat die sich ja auch auf ihren Selbstporträts mit schwarzen Haaren gemalt, die sind eh super depressiv, die Bilder, so. Und dann haben wir halt gesagt, lass uns lieber mit deinen richtigen Haaren auch, weil sie so viel macht. Und wenn man sich das anguckt, in jeder Folge hast du eigentlich ein anderes Make-up, das hilft auch wahnsinnig, das Reifen dieser Figur zu setzen. Dann gibt es diese ganz störrische, wilde Phase, wo sie in der kommunistischen Zelle da ist und die Haare so vor den Augen hängen und dann gibt es später irgendwie dieses aufgeräumte, klare Gesicht. Und so. Also es hat auch Annette, die Maskenbildnerin, mit der Anna da gearbeitet hat, haben sie wirklich auch ganz toll gemacht. So. Aber da ist dann finde ich dann wiederum, die Genauigkeit steht einem da als Regisseur oder auch als Schauspielerin eher im Weg, weil sowas ist dann eher eine Behinderung, wenn man da versucht, das genau nachzubauen. So. Und ja. Nee, also es gibt ja noch einen riesen Cast, den kann ich dann irgendwie weitererzählen. Valerie zum Beispiel kam dazu, da haben wir ganz lange gesucht nach einer Besetzung für Gunther Stölzl und wussten eben immer, sie ist eben Bayerin gewesen und so, spielt im Film jetzt auch nochmal ein bisschen, also sie ist im Drehbuch als beste Freundin von Dörte Helm, das weiß ich nicht, die kannten sich, die waren zur selben Zeit da, wie eng die sind auch aneinander geraten an dieser Frauenklassengeschichte, wie eng die waren, weiß ich nicht, aber es war natürlich, da muss man natürlich auch gucken, man muss ja so ein Ensemble zusammenziehen, kennt man ja von Kriminalfilmen, da muss immer ein, zwei Ermittler und nicht 20, wie man das, also muss man sich konzentrieren, hier auch auf die Studenten, die es da gab, Marcel Breuer, Gunther Stölzl und so. Und die Valerie kam relativ spät dazu, weil wir haben irgendwie niemanden gefunden, der war so richtig, haben wir richtig lange gecastet, aber irgendwie gab es keinen guten Match. Und dann hat, sagte August, der eben mit Valerie einen großen Kinofilm gerade gemacht hat, sagte, Valerie Pachner wäre irgendwie ganz toll. Und dann haben wir uns eigentlich, da waren wir schon kurz vorm Drehen, und schon so ein bisschen ratlos, wie wir das jetzt machen. Und dann haben wir eigentlich nur einen Kaffee getrunken und dann dachte ich irgendwie, das könnte passen, dann haben die beiden sich kennengelernt, dann kamen die so zusammen. Und jetzt dauert das ewig, wenn ich die alle jetzt durch. Aber interessant vielleicht noch Sven Schelker, den kannte ich gar nicht. Der kam ins Casting, dann haben wir auch relativ lange gekannt. Figur Itten, Johannes Itten. Itten war Schweizer, Sven Schelker ist Schweizer, das war uns auch wichtig. Überhaupt diese Akzente, die im Film sind, dass die alle, auch Valerie spielt eben mit diesem Münchner Akzent oder bayerischen Akzent und dann Sven mit diesem Schweizer und so weiter. Auch der arme Ludwig Trepte musste sich so ein Ungarisch, das ist super kompliziert, mussten sie alle durch, weil das so toll ist, dass eben an diesem
Bauhaus sich aus allen Herren Ländern die Leute traf, um da zu studieren. Deshalb war es auch so wichtig, wo die alle herkommen. Der Duisburg mit dem Niederländisch. Der Duisburg mit dem, genau, Nicky von Tempelhof, der halb Holländer ist und der das eben auch spielen konnte, diesen komischen Akzent, den die dann haben. Also, das war ganz wichtig. Und so kam Sven dazu und der war einfach im Casting so gut, das war klar. Und dann gibt es da eine ganz, denkt man manchmal gar nicht, das ist ja auch dann so blöd, muss man halt sagen, okay, du musst dir halt eine Glatze rasieren. Da gibt es dann wahnsinnig viele Schauspieler, die sagen, nee, das ist eh schon so wenig hier, das mache ich nicht. und wenn die das nicht machen, kann man es halt nicht machen, weil wenn man die wieder klebt, dann ist alles verloren, die Glatze. Kleben ist nicht gut. Also, my name is Fabiola González from AFG International Online Magazine. Ich habe die erste Zweiteil in Cannes gesehen. Ich muss sagen, seit erstem Mal, ich habe gedacht, das ist etwas, das ist ganz besonders. Es war sehr gut. Gestern habe ich die ganze Reihe gesehen, es war exzellent. Meine Frage ist, congratulations, wie international wollen Sie sein mit der Serie? Ganz international, okay. Weil so gut wie es geht natürlich. Okay, ja, das war meine Frage. Ich frage ja, immer das. Wir hoffen natürlich, dass die deutsche Sprache, die ja noch ganz häufig in der Vergangenheit eine gewisse Hürde für die Internationalität und den Verkauf von deutschen Fernsehfilmen oder Kinofilmen oder jetzt mittlerweile auch Serien war, dass das durch zum Beispiel Babylon Berlin, die haben da einen Weg gelegt, die ist ja auch auf Deutsch gedreht worden und das hat dem internationalen Verkauf ja keine Grenzen eigentlich gesetzt. Wir hoffen, dass wir da, dass es mit dem Bauhaus ähnlich ist, vor allen Dingen eben auch, weil das Bauhaus eine deutsche Geschichte ist. Da gehen wir schon von aus, dass das klappt. Und das Bauhaus ist ja nun mal ein sehr internationales Produkt mittlerweile. Es gibt jetzt auch schon Interesse aus vielen Ländern, auch Japan und USA und so weiter. Also wir hoffen, dass es sehr international wird. Ja, klar. Weil ich folge der deutschen Filmkunst. Sie machen total viele tolle Sachen, aber manchmal bleiben hier. Ja. Und da, das ist wegen der Sprache eben. Das ist ja, aber auch wegen dem wie heißt, nach außen zu reden, okay, nach außen zu kommen. Aber diese Serie, ich werde mich freuen, wenn die ganze Welt sehen konnte. Das ist unglaublich gut. Ich vergleiche ein bisschen wie Roma. Ich sehe mir die ganzen Filme und alle. Und nicht immer bin ich so begeistert. Aber mit dieser, das war gestern, wow, eine Explosion. Dankeschön. Das ist ein gutes Schlusswort. Der Regisseur ist leider zeitlich heute ein bisschen abgeregelt hinten. Deswegen würde ich vorschlagen, alle weiteren Diskussionen und Gespräche vielleicht dann nach draußen und auf den Vorplatz zu verlagern. Ich denke, der Rest des Teams hat noch ein bisschen mehr Zeit und deswegen ja, gerne noch vor der Tür weiter. Vielen Dank. Also, ich habe zu danken. Danke für das Gespräch. Sie es alle möglich gemacht haben.